So, jetzt würde ich Ihnen gerne mal auch im Gespräch die beiden Institutionen vorstellen, die den Kongress hier heute auf die Beine gestellt haben. Und dann vielleicht auch, weil es Ihnen möglicherweise geht wie mir, dass mir gar nicht so ganz klar war, da gibt es die Landesanstalt für Medien, da gibt es die Medienberatung, zwei Einrichtungen, die vielleicht das Gleiche machen oder auch nicht. Genau, Sie dürfen gerne zu mir hochkommen. Mechthild Appelhoff von der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen und Wolfgang Faubel von der Medienberatung NRW. Und das dröseln wir jetzt mal auf hier. Wer macht was? Vielleicht einer da, dann kriege ich so einen langen Arm über den Tisch. Dann fangen wir mal mit der Landesanstalt für Medien an. Was machen Sie? Was ist Ihr Kerngeschäft? Die Landesanstalt für Medien hat im Wesentlichen zwei Kerngeschäfte. Das ist einmal die Aufsicht im Medienbereich. Herr Professor Schneider hat es eben zum Teil auch schon beschrieben. Aufsicht mit Blick auf den Jugendmedienschutz, mit Blick auf das Werbeverhalten, mit Blick auf ethisch korrekte Inhalte in Medien. Das ist der eine Schwerpunkt, Aufsicht. Der andere Schwerpunkt ist die Förderung von Medienkompetenz. Hier haben wir einen expliziten gesetzlichen Auftrag, Medienkompetenz in Nordrhein-Westfalen zu fördern und zur Medienerziehung beizutragen. Das können wir vielleicht deshalb besonders gut, weil wir eine Verknüpfung eben haben von Aufsicht einerseits und Medienkompetenzförderung andererseits. Das heißt, wir sind mit dem, was wir tun, immer ganz nah an den Medien, an das, was Medien tun. Insofern können wir auch immer sehr schnell herausfinden, wo sind problematische Entwicklungen, was sind problematische Inhalte, wie müssen wir darauf reagieren, indem wir Material produzieren, Informationsmaterial, Aufklärungskampagnen machen, Beratungsangebote machen, indem wir Fortbildungsveranstaltungen machen, insbesondere dann für bestimmte Zielgruppen. Zu den Zielgruppen gehören bei uns sehr stark die Lehrer, weil die Lehrer in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und Kinder und Jugendliche, das ist, denke ich, das Ziel, ein gemeinsames Ziel der Medienberatung und der LFM. Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang mit Medien zu vermitteln, ist das zentrale Ziel von uns. Und kompetent heißt dann für uns, mit den Risiken umgehen zu können, so wie sie jetzt eben sehr ausführlicher dargestellt worden sind, aber eben auch mit den Nutzen von Medien umgehen zu können. Wir haben eben ganz viel über Gefahren gehört, ganz wenig aber darüber, welche Chancen Medien beinhalten, sich zu bilden, Zugänge zu Bildung zu finden. Insofern erübrigt sich die Frage, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ob man mit Medien umgehen lernt oder nicht. Das ist Pflicht. Ich kann nicht entscheiden, ob ich lesen lerne, schreiben lerne oder rechnen lerne. Insofern stellt sich auch die Frage nicht, ob ich lerne, mit Medien kompetent umgehen zu können. Dann lassen Sie mich das kurz, wir können ja gerne gleich nochmal in die Nuancen einsteigen, aber vielleicht so zum Abgleich. Genau, was macht denn die Medienberatung anders als die Landesmedienanstalt? Ja, wir versuchen Lust auf das Lernen zu machen. Wir haben eben Lust auf Leben, das ist auch gut, das ist sehr gut. Lust auf Lernen heißt, dass wir einen Unterricht so denken, dass nicht der Lehrer Wissensvermittler ist, wie Professor Pfeiffer das eben auch noch sagte, sondern dass der Lehrer jemand ist und die Lehrerin, die Lernen so arrangieren, dass die Kinder selbstständig und aktiv lernen können. Und Lust auf Lernen heißt, dass man Medienkompetenz hat, um Medien für das Lernen entsprechend einsetzen zu können. Denn wenn man sich ein Lernen vorstellt, was mehr auf Entdeckungsreise geht, wo man selber Fragen stellen kann an den Lerngegenstand, wo man recherchieren kann und schauen kann, was andere Menschen schon für Antworten gefunden haben, wo man dann kritisch mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern diskutiert, was die richtige Antwort jetzt auf die Frage wäre und wie man die Inhalte, die man erarbeitet hat, auch anderen wieder darstellt. Alles das, da haben wir heute auch überhaupt noch nicht drüber gesprochen, alles das setzt Medienkompetenz voraus, setzt voraus, dass man oder ermöglicht den Schülern dann, dass sie in eine aktive Haltung kommen, eben nicht passiv das machen, was ja auch gemeint ist, also vor dem Bildschirm sitzen. Wir vertreten eine Medienkompetenz als Lernkompetenz, wo Schüler nicht vor einem Bildschirm sitzen, sondern wo Schüler Bildschirminhalte machen, wo Schüler Interviews machen, wo sie Texte schreiben, wo sie ihre Zusammenhänge, die sie erarbeitet haben, wieder in multimedialen Präsentationen zusammenfassen. Und wenn es auch nur so ist, dass sie im kleinen PowerPoint-Vortrag das Gruppenergebnis der Klasse wieder vorstellen. Um sowas machen zu können, müssen sich mehrere Seiten zusammentun. Und das Land Nordrhein-Westfalen will diese Form von Unterricht, so steht es im Schulgesetz, Unterrichtsentwicklung und individuelle Förderung sind die zentralen Ziele im Schulgesetz und die setzen diese Form von Medienkompetenz als Lernkompetenz voraus. Dafür braucht man auf der anderen Seite aber auch kommunale Vertreter,
die ja selber Schulträger sind, weil man für das, was der Professor Pfeiffer aus Neuseeland dargestellt hat, natürlich eine Infrastruktur braucht. Da müssen auch Lehrer ausgebildet werden. Wir sind Teil der Lehrerfortbildung als Medienberater in NRW und sehen und helfen auf diese Art und Weise, dass die Medieninhalte und diese Form des Verständnisses von Unterricht in allen Fächern auch wirklich integriert wird und in allen Elementen, die die Lehrerfortbildung und die Medienberatung in den Schulen anbietet, auch mitgedacht wird. Und war es denn bis jetzt so, dass Sie sozusagen jeder auf seinem Feld so agiert haben und jetzt hier zum ersten Mal gemeinsam Stein ins Wasser geworfen haben, oder haben Sie es auch schon vorher gemacht? Wir haben das schon vorher gemacht. Das Ganze basiert insbesondere jetzt ganz aktuell auf einer Rahmenvereinbarung, die ist zwischen dem Schulministerium und der Medienberatung und der Landesanstalt für Medien geschlossen worden ist. Wir als Landesanstalt für Medien haben uns erst mit dem Schwerpunkt Schule seit einigen Jahren beschäftigt. Und da stellte sich sehr schnell die Frage, ist es nicht sehr sinnvoll, mit den Kollegen von der Medienberatung NRW zusammenzuarbeiten? Denn wir mögen bestimmte Kernkompetenzen haben im Bereich der Medien. Wir haben eine bestimmte Aufgabe, aber das Wissen um Struktur von Schule, das Wissen, Zugänge zu schaffen, wie finden wir Zugänge zu Lehrern, zu den Schulinstitutionen, wie sind die Bedarfe in den Schulen selber, wie können wir bedarfsgerecht Materialien produzieren, die sie dann auch effektiv in ihrer Arbeit nutzen können. Da ist natürlich ein Kernwissen bei der Medienberatung da. Insofern haben wir unterschiedliche Kernkompetenzen. Das miteinander zu verknüpfen, liegt eigentlich auf der Hand. Das haben wir im Vorfeld auf vielerlei Weise getan, indem wir Projekte absprechen, aufeinander abstimmen. Dieser Kongress ist das erste Mal, dass wir so offensiv auch damit nach draußen gehen. Und es ist vielleicht ein Anfang für viel mehr. Ja, da spinnen Sie doch mal ein bisschen rum. Wie könnte denn viel mehr aussehen? Ja, ich denke, wir müssen ja auch die Eltern erreichen. Wir haben diesen Kongress heute ja auch gemacht, weil wir überzeugt sind von der Medienkompetenz als Lernkompetenz, von dem Mediennutzen, wie Professor Schneider das auch dargestellt hat. Vom Gebrauch sind wir überzeugt. Das funktioniert aber nicht. Wir kommen nicht richtig weiter, wenn nicht die Sorgen und Nöte der Eltern und auch der Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt werden. Bei uns kommt der Computer, Computerspiele, wie Professor Pfeiffer sie eben meinte, kommen ja in unserem Unterricht praktisch gar nicht vor. Es geht um ganz andere Dinge, die Sie aus dem Büro, aus der Kommunikation kennen, Textgestaltung und all diese ganzen Dinge. Aber sie werden mit Medien verbunden. Und in dem Maße, wie es uns gelingt, gemeinsam diese Gefahren zu bannen und gleichzeitig aber auch gemeinsam die Chancen zu sehen. Ich denke, wir tun ja nicht nur zu wenig, sage ich jetzt mal einfach so, zu wenig im Bereich Schutz der Kinder bei Computerspielen. Ich finde, wir tun auch zu wenig, um unsere Kinder zu fördern, dass sie diese Möglichkeiten der Gestaltung und des Lernens und der Bürgerchancen, die in den Medien Nutzen drinstecken, auch zu fördern. Und das tun wir vielleicht auch deshalb, weil wir zu sehr auf die Ängste auch wieder schauen. Das Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist das Bild, was ich denn gerne benutze. Wir müssen beide sehen, beide wahrnehmen, aber dürfen um Gottes Willen uns nicht gegeneinander ausspielen und sagen, ja, das ist was Gefährliches mit den Medien und man meint die Computerspiele. Wir sagen, Medien sind toll, sie bringen die Kinder in eine kreative, aktive Situation hinein, die ihnen Lust darauf macht und Lust auf Lernen macht. Die beiden Dinge gehören zusammen und das können wir beide auch erst gemeinsam richtig erreichen. Die Eltern erreichen, die Landesanstalt für Medien bietet ja, unterstützt ja gerade die Elternabende zu dem Thema. Und wir sind im Gespräch auch gemeinsam mit den Elternvertretungen in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir beides sehen, beides gemeinsam angehen und für NRW einen gemeinsamen Weg auf Fahrt bringen, sodass die Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern sich ein bisschen darauf verlassen können und sagen, ja, die Ratschläge, die von beiden Institutionen bekommen, sind abgewogen, sind diskutiert, da können wir uns darauf verlassen. Wir schützen unsere Kinder und wir fördern unsere Kinder. Haben wir alles Wichtige gesagt? Ja? Gut, dann danke ich Ihnen.